Ohne Skiausrüstung, dafür mit einer großen Portion Antriebskraft im Gepäck, machen sich spätabends rund 130 Gäste auf dem Weg zur Sonnalm. Die junge Wirtschaft und Frau in der Wirtschaft Gmunden haben eingeladen, um das Thema Zukunft Karsberg zu diskutieren. Es ist, ich glaube, genau das braucht es, dass man sich zusammenredet, dass man auch gleich mal ein Feedback oder was einhält, dass man weiß, wo geht die Richtung hin. Das hat im letzten Jahr intensiv stattgefunden, viel mehr wie davor, glaube ich, im Almdal. Und der Austausch, der ist die Basis dafür, dass sie jetzt gerade so viel tut und sollte unbedingt beibehalten werden. Ein kurzer Rückblick. Einer Gruppe engagierter Almtaler sowie ansässiger Betriebe ist es im Herbst 2023 gelungen, das drittgrößte Skigebiet Oberösterreichs aus der Konkursmasse herauszupachten. Das hat auch einem ehemaligen Weltcup-Rennläufer imponiert. Wenn man das erste Mal so wirklich hautnah miterlebt, dann erkennt man erst einmal, was da für ein Zusammenhalt ist und ja, und auch was da für Energie entsteht. Wenn so eine ganze Region ein Ziel hat, dass der Karsberg weiterlebt. Und das ist schon beeindruckend, was das bewirken kann. Nicht nur bei dieser Veranstaltung ist eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren. Und die präsentierten Zahlen bestätigen den eingeschlagenen Weg. Im Karsberg geht es sehr gut. Wie wir eben gerade verkünden haben dürfen, ist der Stand jetzt einmal ein Monat vor Saisonende, dass man in die schwarzen Zahlen ist. Und das mit Betonung ein Jahr, nachdem man bilanziert hat mit einem Minus von 1,3 Millionen der vorherigen Betreiber. Und man hat wirklich gesehen, wenn alle zusammenhelfen, das ganze Almdal, dann funktioniert der Karsberg sehr wohl. Persönlich gebe ich uns eine sehr gute Chance, dass wir weiterkommen. Zusätzlich zu dem muss man für den Sommerbetrieb noch zusätzlich eine Einigung mit den Grundstücksbesitzern finden. Es gibt sehr konstruktive Gespräche und schaut nicht so schlecht aus, dass das was wird. Skitourismusforscher Günther Eigner ist auch optimistisch, dass der Skisport am Karsberg in Zukunft möglich sein wird. In seinem Impulsreferat präsentiert er dafür 5 wichtige Argumente. Es gibt mehr Skifahrer als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Deutschland ist der weitaus größte Skimarkt Europas und ist deshalb wichtig für den österreichischen Skitourismus. Skifahren ist ökologischer, als die Leute glauben. Die Klimaforscher glauben daran, dass man in 30 Jahren noch Skifahren kann. Und Skifahren hat keinen negativen Einfluss auf die Flora und Fauna von Skipisten. Im Almtal wird auch deshalb einmal mehr angepackt. Man muss es verdienen. Also man muss einfach nach vorn gehen und sagen, hey, wir sind da, wir möchten was machen für die Zukunft, weil es ist ja unsere Zukunft im Endeffekt. Und da muss man schon immer wieder mal sagen, hervortreten und sagen, hey, wir machen was. Auch wenn auf alle Beteiligten noch viel Arbeit wartet, kann der Karsberg wohl optimistisch in die Zukunft blicken.